Und heute Abend ist Antonia Yamin vom israelischen Fernsehen bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke. Sie haben gesagt, Sie waren tatsächlich ein bisschen unter Schock. Ich habe mich gefragt, was haben Sie erwartet, dass die Nazis aus der Nähe betrachtet gar nicht so schlimm sind? Ich denke, dass der Schock mehr davon kam, weil man denkt ja immer, dass Neonazis irgendwie nicht mehr existieren. Also dass es irgendwie so eine Geschichte von den 90er war und dass die Nazis, wo wir jetzt haben, irgendwie muslimfeindlich sind oder besorgte Bürger sind. Und man denkt nicht wirklich, dass am Endeffekt, da gibt es immer noch einen richtigen Judenhass. Also da gibt es, wir haben es ja eben im Beitrag auch gehört, diese Verschwörungstheorien. Und die glauben wirklich daran, also die glauben wirklich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Juden die Gesetze auf der Welt gemacht haben. Egal, dass man 6 Millionen von denen umgebracht hat. Was mich, also ich kann das nachvollziehen, das berührt mich auch seltsam, was mich gleichermaßen aber auch eigenartig berührt, ist die Tatsache, wie demonstrativ freundlich die aber dann auch waren. Der schnauzbärtige Liedermacher, Frank Rennecke, der hat Ihnen den Koffer zum Auto getragen, ist das richtig? Ja, er hat mir den Koffer zum Auto getragen und dann musste gleich ein anderer da sagen, ach, da muss ich aber schnell ein Foto machen, wie sie der Judin helfen, den Koffer zu tragen. Also da, leider war die Kamera aus in diesem Moment. Aber wie geht man um oder wie gehen Sie um mit dieser demonstrativen Freundlichkeit? Sie sind da ja fast um den Finger gewickelt worden mit Charme. Also ich denke mal so, die waren ja okay damit, dass ich im Festival drehe. Die haben mich ja quasi eingeladen. Haben die Sie vielleicht auch benutzt? Weil Sie wussten, dass es irgendwie, das steht Ihnen gut, wenn Sie sich so liberal und fast weltoffen zeigen? Ich denke, da gab es ein Interesse natürlich, wenn so ein Beitrag jetzt im israelischen öffentlichen Kanal gezeigt wird. Und die hatten vielleicht auch die Hoffnung, gut rüberzukommen. Mhm. Und wenn ich ehrlich sage, wir hatten auch Zuschauer in Israel, wo gemeint haben, was ist denn das Problem mit Neonazis? Ich meine, im Endeffekt, die sind ja gegen Muslime, die sind ja überhaupt nicht gegen Juden. Mhm. Also irgendwie der gemeinsame Feind, was eigentlich überhaupt nicht existiert, aber ich weiß nicht, wenn benutzende der richtige Wort ist, aber ich denke schon, dass sie auch ein Interesse hatten, dass ich da bin. Wir haben vorhin gerade die Bilder gesehen aus Dortmund. Die sind von Freitagabend gewesen. Das waren antisemitische, antijüdische Parolen auch auf einer Straße. Jetzt haben wir auch Chemnitz, Köthen, die vielen anderen Aufmärsche gesehen, wo tatsächlich ideologisch, also Fundamentalisten, Neonazis unterwegs waren. Wenn Sie das verfolgen, und Sie sind viel in Deutschland, weil Sie eine deutsche Mutter haben, hat das Problem wirklich zugenommen? Gibt es diesen neuen Antisemitismus, von dem man manchmal liest? Also das Gefühl ist wirklich, dass es mehr geworden ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn es wirklich mehr geworden ist oder dass es einfach jetzt arg herauskommt. Ich meine, diese Leute, wenn wir vor ein paar Jahren sprechen, waren diese Leute vielleicht in ihre versteckten Räume und wirklich nur in diese Rockfestivals von denen miteinander. Und was wir jetzt in Chemnitz und andere Städte sehen, ist ja eine Gruppe von Leuten, wo offen auf der Straße gehen, Hitlergruß zeigen, antisemitische Parolen sagen, Sachen, wo sie vielleicht vor ein paar Jahren nicht getan hätten. Und das gibt's irgendwie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie wieder erlaubt ist. Thomas Kuban, der mit versteckter Kamera gedreht hat bei den Konzerten, hat gesagt, seine Beobachtung ist ganz eindeutig, die fühlen sich sicher. Mhm. Früher wurden Handykameras verboten, jeder Mitschnitt, alles, was durchsickern konnte, war strengstens untersagt. Inzwischen passiert das offen. Man ist sich sicher, dass auch keine Strafverfolgung passieren würde. Das ist auch Ihr Eindruck? Total. Ich meine, man sieht es ja auch an diesen ganzen Souvenirs, wo sie da frei verkaufen. Wir haben es ja auch gerade im Beitrag gesehen, ein T-Shirt, wo drauf steht I love Hitler oder diese 88, wo überall drauf kommt oder die schwarze Sonne, was ja eigentlich ein Hakenkreuz ist. Das sind einfach irgendwie legale Methoden und die Polizei macht auch nichts. In diesem Festival gab es genug Polizei und die haben nicht irgendwie eingegriffen. Ich habe jetzt gerade in diesen Tagen einige Stimmen von Holocaust-Überlebenden gehört, die gesagt haben, all das, was sie in den Nachrichten zurzeit sehen, erinnert sie an das Ende der Weimarer Republik. Das sind ungute Erinnerungen, auch an die 30er Jahre. Sind diese Erinnerungen in Ihren Augen, entstehen die zu Recht oder müssen wir einmal tief durchatmen und sagen, das ist nur lautstarkes Getöse auf den Straßen und nicht mehr? Ich denke, dass man Sorge haben soll. Ich denke, dass Deutschland immer noch eine Demokratie ist und ich denke, dass man Deutschland immer noch retten kann. Und man fragt mich auch sehr viel, wenn dieses Experiment irgendwie meine Meinung jetzt gegen Deutschland irgendwie
negativ ist. Und da sage ich immer, ich meine, ich bin in Deutschland geboren, meine Mutter ist Deutsche, meine Großeltern sind Deutsche. Ich fühle mich halb deutsch und ich weiß, dass es so Leute gibt, aber im Endeffekt ändert es nicht, was ich in Deutschland sehe. Und ich liebe Deutschland. Danke für diese ermutigenden Worte auch. Antonia Jamin, vielen Dank für den Besuch bei uns.